Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Ironie ist, wenn man einen alten, reichen Mann in den Tod begleiten wollte und nun als First Lady richtig arbeiten muss. Durch die Geburt der Tochter meines Bruders sind die Hoffnungen auf einen Neffen zunichte gemacht worden. Pervers ist man erst, wenn man keinen findet, der mitmacht. Ist hier jemand Arzt? Ich bin Tierarzt, aber vielleicht kann ich helfen. Mein Sohn hat sich das Bein gebrochen. Okay, mein Gewehr ist im Auto. Brustbehaarung oder wie ich es nenne, Herzrasen. Ultimativer Tipp gegen Schimmel im Bad. Erstens mit einer Karotte rauslocken, zweitens Reiterhof informieren und abholen lassen. Habe ein knappes Jahr mit ihm geschrieben und jetzt kommt einfach nichts mehr. Hat vielleicht jemand einen neuen Kugelschreiber für mich? Findet ihr meine Freundin hässlich? Freunde? Nö. Beste Freunde? Die ist so hässlich, die könnte bei der Bundeswehr als Blendgranate arbeiten. Herr Professor, können wir wegen der Prüfung unter drei Augen reden? Unter vier Augen ist wohl gemeint. Nein, ich glaube, Sie müssen ein Auge zudrücken. Sollen wir Vergewaltigung spielen? Nein. Sehr gut, du verstehst das Spiel. Bitte mit dem Flaschenboden voran einführen. Ja, verstehe, der kleine geile Pfandautomat will es also auf die harte Tour. Ich komme aus Ironien, einem kleinen Dorf am sarkastischen Meer. Wie war dein Wochenende? Voll geil, Dreier probiert. Krass, und wie war der so? Oh, der Bademeister musste mich schreiend runtertragen. Ich habe 25 Jahre gebraucht, bis ich erkannt habe, dass das N in N24 für Nazi-Dokus steht und diese 24 Stunden am Tag ausgestrahlt werden. Na Süße, Lust auf einen Lolli mit Puls? Es heißt jetzt nicht mehr Hitzewelle, sondern Tsuwami. Scheiß Tabakpreise, die Kippe danach ist mittlerweile fast so teuer wie die Nutte davor. Wie kannst du bei der Hitze bloß Kaffee trinken? Mithilfe dieser Tasse. Dumm, vier Buchstaben. Ich, vier Buchstaben. Zufall? Ich denke nicht. Achtung, wenn ihr eine E-Mail bekommt mit dem Betreff Helene Fischer Freikarten, nicht öffnen. Es handelt sich dabei wirklich um Helene Fischer Freikarten. Im Ort, in dem deine Mutter lebt, gibt es 5 fette Menschen und sie ist 3 davon. Hab deine Mutter gestern in einer Stierkampfarena gesehen. Sie war der fetteste Zuchtbulle, der je geritten wurde. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen Scheiß-Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche!